Herzlich willkommen bei 59 Plus. Mein Name ist Petra Tannhäuser. Ich bin Fitnesstrainerin aus Düsseldorf und ich freue mich, Ihnen heute wieder ein paar kleine sportliche Übungen zu zeigen. Heute machen wir die Übung mit einem kleinen Hilfsmittel. Das heißt, wir brauchen einen Stab oder ganz einfach, haben wir alle in unserem Besenschrank oder in unserer Abstellkammer. Wir nehmen uns dazu einen Besen. Wir stellen den Besen auf, neben uns, halten den ganz locker. Ja, das ist kein Spazierstock, auf dem wir uns aufstützen wollen, sondern wir halten den Besen ganz locker. Grundstellung lautet wieder hüftbreit geöffnete Füße, lockere Knie und wichtig, den festen Bauch. Wir ziehen den Bauchnabel wieder zur Wirbelsäule. Locker in den Schultern. Und jetzt verlagern wir das Gewicht einmal auf unser rechtes Bein. Halten ganz leicht den Besen, um die Balance ein bisschen besser halten zu können. Nimm den Arm zur Seite und das Bein zur Seite. Ja, der Besen stützt uns ein wenig, mal etwas mehr oder vielleicht auch nur ein klein wenig. Und wir stellen wieder ab. Wir nehmen den Besen auf die andere Seite, halten ihn wieder ganz locker, verlagern das Gewicht auf das rechte Bein, linker Arm zur Seite. Linkes Bein zur Seite. Und wir stellen wieder ab. Und der Besen geht auf die andere Seite. Ganz locker halten. Wir nehmen den Arm wieder zur Seite, verlagern das Gewicht auf das rechte Bein, nehmen das linke Bein zur Seite. Und wem das jetzt schon gut gelingt, der versucht den Besen einmal anzuheben und locker zu halten. Wir wackeln sicher ein bisschen, ich wackel auch, aber das ist gut, weil dann arbeitet unsere Tiefenmuskulatur. Und wir stellen den Besen ab, das Bein lockern. Alles mit der anderen Seite, Besen wieder zurück, locker halten, Gewicht links, rechts nach oben, rechter Arm dazu und der Besen. Wir halten, ja? Ganz locker halten, in den Knien auch locker bleiben. Die Schultern ziehen schön nach unten und Besen zurück, Bein zurück, Arm zurück. Wenn uns das schon gut gelungen ist, versuchen wir es mit einer weiteren Übung. Wir fangen wieder genauso an, Besen stellen wir ab, immer wieder den Bauch kontrollieren, Gewicht geht aufs rechte Bein, linker Arm zur Seite, linkes Bein zur Seite. Und jetzt heben wir den Besen an, hatten wir auch schon. Und nun versuchen wir, den Besen vorne, vor dem Körper, in die andere Hand zu übergeben und halten den Besen hier. Dann kommen wir zurück, übergeben den Besen wieder in die andere Hand, nehmen den Besen zur Seite, wackeln schön, ich muss mich auch ganz schön konzentrieren, stellen den Besen wieder ab, Arm ab, Bein ab, durchatmen. Geschafft. Einmal noch die andere Seite, Besen. Wieder auf die Seite, Gewicht auf das Bein, Arm und Bein zur Seite. Bis hierhin ist es noch einfach. Jetzt heben wir den Besen an, balancieren uns erstmal aus und nehmen jetzt den Besen nach vorne, halten, übergeben, halten auf der anderen Seite und nehmen den Besen wieder zurück vor den Körper, nehmen alles zur Seite. Und stellen das Bein ab, den Besen und wir haben es geschafft. Ich hoffe, diese Übung hat Ihnen Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim eigenen Üben.